Hallo, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Text und Ton. Zuerst geht es darum, zu hören, mitzulesen und zu verstehen. Dann lade ich dich ein, die Ohren zu spitzen für ein grammatikalisches Detail. Danach eine kleine Übung. Du musst das Skript rekonstruieren und am Schluss natürlich, wie immer, die Lösung. Hör dir den Artikel mehrmals an. Du kannst dem Text auf dem Bildschirm folgen. Such danach in deinem Wörterbuch die Bedeutung der Wörter, die dir unklar sind. Wenn du den Artikel zum Großteil oder in allen Details verstanden hast, hör ihn dir noch mehrere Male an, mit oder ohne Text auf dem Bildschirm. Der Titel des heutigen Artikels ist Ernährung, flexitarisch bei Nature. Es ist ein leicht modifizierter Artikel der Plattform Statista.de von René Boksch. Die Anzahl der Menschen in Europa, die sich flexitarisch ernähren, nimmt zu. Der Ernährungsblog Vegans hat sich im Rahmen einer Umfrage unter 2600 Teilnehmern in 7 Ländern mit der Frage beschäftigt, was bei den Europäern und Europäerinnen auf den Tisch kommt. Rund 32% der Befragten gaben an, Flexitarier oder Flexitarierinnen zu sein. Sie versuchen also bewusst weniger Fleisch zu konsumieren. Vegetarische und pesketarische Diät wählen laut der Ernährungsstudie nur etwa 3% der Befragten. Etwa 2% ernähren sich vegan. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist der Anteil der Flexitarier und Flexitarierinnen in Österreich am höchsten. Hier verringern etwa 32% der Interviewten den Fleischkonsum. Vegetarisch lebende Menschen gab es die meisten in der Schweiz mit 6%. Fans von veganer oder pesketarischer Nahrung waren unter den deutschen Befragten am häufigsten vertreten. Und hier ist die Statistik in Farbe. Flexitarisch bei Nature, Anteil der Befragten nach ihrer Ernährungsweise in ausgewählten europäischen Ländern. Vegetarier in hellgrün, Veganer in dunkelgrün, Flexitarier in gelb und Pesketarier in blaugrün. Am meisten Vegetarier gibt es in der Schweiz, am meisten Flexitarier gibt es in Österreich. Und die höchste Anzahl von Veganern und Pesketariern gibt es in Deutschland. Also, hast du ziemlich alles verstanden oder tatsächlich oder im Großen und Ganzen zumindest, dann mach mal Pause oder auch nicht. Im nächsten Teil des Videos geht es darum, ganz genau hinzuhören und das Skript zu rekonstruieren. Du hörst den Artikel jetzt noch einmal. Konzentriere dich auf die Textportion jedes einzelnen Bildschirms. Es fehlen Passagen im Skript. Nimm einen Stift zur Hand und versuche die fehlenden Passagen so genau wie möglich zu notieren. Die fehlenden Passagen haben alle eines gemeinsam. Es handelt sich um komplexe Nominalphrasen, in denen ein Nomen im Genitiv steht. Die Anzahl der Menschen in Europa, die sich flexitarisch ernähren, nimmt zu. Der Ernährungsblog Vegans hat sich im Rahmen einer Umfrage unter 2600 Teilnehmern in 7 Ländern mit der Frage beschäftigt, was bei den Europäern und Europäerinnen auf den Tisch kommt. Rund 32% der Befragten gaben an, Flexitarier oder Flexitarierinnen zu sein. Sie versuchen also bewusst weniger Fleisch zu konsumieren. Vegetarische und pesketarische Diät wählen laut der Ernährungsstudie nur etwa 3% der Befragten. Etwa 2% ernähren sich vegan. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist der Anteil der Flexitarier und Flexitarierinnen in Österreich am höchsten. Hier verringern etwa 32% der Interviewten den Fleischkonsum. Vegetarisch lebende Menschen gab es die meisten in der Schweiz mit 6%. Fans von veganer oder pesketarischer Nahrung waren unter den deutschen Befragten am häufigsten vertreten. Und hier ist
die Lösung. Also, die Anzahl der Menschen im Rahmen einer Umfrage. 23% der Befragten. 3% der Befragten. Der Anteil der Flexitarier und Flexitarierinnen. Und 32% der Interviewten. Aber vielleicht hast du auch hier einen Genitiv identifiziert, wobei du nicht Unrecht hast. Denn die Präposition laut kann im Deutschen den Dativ oder auch den Genitiv regieren. Sehen wir uns dazu an, was der Duden dazu sagt. Das ist sowas wie eine grammatikalische Autorität. Im Duden steht, dass die Präposition laut mit dem Dativ, aber auch mit dem Genitiv kommen kann. Also laut unserem Schreiben, aber auch richtig, auch laut unseres Schreibens, laut ärztlichem Gutachten, aber es wäre auch korrekt zu sagen, laut ärztlichen Gutachtens. Laut amtlichen Nachweisen hat auch eine korrekte Version im Genitiv, laut amtlicher Nachweise. Aber ein alleinstehendes, stark gebeugtes Substantiv steht im Singular gewöhnlich ungebeugt, also ohne irgendeine Endung, wie laut Befehl oder laut Übereinkommen, aber im Plural immer mit Dativ, laut Befehlen und laut Berichten. Und jetzt eine ganz kurze Zusammenstellung, die Nominalphrasen im Genitiv. Also wir finden hier links zuerst die Funktion und dann rechts ein paar Beispiele. Ein Genitiv kann das Komplement eines anderen Nomens sein. Die Herstellung des Impfstoffs gegen Covid-19 oder der Bau des Stephansdom oder die Verteilung des Reichtums. Es kann auch das Subjekt des ersten Nomens sein, das Lächeln der Mona Lisa, das Schweigen der Lämmer, das Summen der Bienen. Der Genitiv wird auch sehr oft bei Ausdrücken der Quantität verwendet, wie in unserem Artikel. 20% der Befragten, die Mehrheit der Deutschen, ein Teil des Kuchens. Dann drückt der Genitiv sehr oft auch den Besitz und die Zugehörigkeit aus. Das Auto meines Vaters, der Bildschirm des Computers, die Hauptstadt Frankreichs ist Paris. Frankreichs Hauptstadt ist Paris. Wenn der Genitiv durch das S markiert wird, dann hast du die Wahl, den Genitiv nachzustellen oder voranzustellen. Und die letzte Funktion wäre die der Eigenschaft. Ein Gefühl tiefster Trauer. Ein Komponist ersten Ranges. Ein Produkt höchster Qualität. Okay, dann bis zum nächsten Mal.